Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Port Royal 4. Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, werden wir mal einen Ausflug Richtung Osten machen, zu den kleinen Antillen. Und werden mal gucken, was sich da im Süden so abspielt. Hm? Gucken wir mal, wie sich die Engländer da unten schlagen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht schon ein bisschen intervenieren können. Haben wir nämlich auch gleich den großen Vorteil und können mal wieder, ja, auch mal die Städte mal wieder anfahren. Müssen wir natürlich immer mal wieder im Auge behalten, dass wir, oder hier wie kommt sich, im richtigen Moment, wie sich das Ganze entwickelt mit der Stärke. Die Franzosen machen momentan noch einen guten Eindruck, ne? Ja gut, ich möchte mal stark behaupten, dass die wahrscheinlich auch nicht so häufig Angriffe oder beziehungsweise in Kämpfe mit den Spaniern kommen werden. Das wird eher unsere Burschen von den Engländern erwischen. Aber wir haben immer noch doppelt so viele Konvois, wie wir Städte haben. Ne? Und nicht so schlecht. Kann man auch noch mitarbeiten. Ja, vereinzelt überall jetzt schon mal Linienschiffe als Flaggschiffe drin. Ne? Dürfte auf jeden Fall den Spaniern dann auch ein bisschen mehr wehtun, wenn sie dann mal auf so eine Schiffe treffen. Das ist natürlich der große Vorteil für uns gerade. Ja, mittlerweile platzt unser Geldsäckel ganz gut, ne? Wo wir mitten im Krieg sind. Und da haben wir jetzt noch keine großartigen Kaperfahrten mit drin, ne? Wenn wir jetzt auch noch die erbeuteten Schiffe verkaufen würden, denke ich, hätten wir da deutlich größere Sprünge, die wir da schon machen könnten, was das Geld angeht. Den meisten Umsatz machen wir ja im Moment immer noch hier mit manuellem Handel. Wäre halt mega genial, wenn die Engländer hier unterwegs irgendwo mal eine spanische Schatzflotte angreifen würden. Und wir durch die, so einen Zufall vielleicht schon mal an eine Kriegsgaleone kommen würden, ohne dass wir großartig uns da anstrengen müssen und kämpfen müssen. Quasi ein Geschenk des Meeres. Schon mal nicht so schlecht. Aber es ist echt kurios, wie unverteilt irgendwie die Militärkonvois sind, ne? Hier in dem Bereich hier übelst viele. Haiti drumherum und so weiter. Und hier Dominikanische Republik. Und hier oben, ne? Bei Kuba, wo auch noch drei unserer Städte oder vier unserer Städte sind. Da waren fast gar keine Militärschiffe. Ja, also wirklich taufrisch sehen die englischen Militärkonvois aber auch nicht mehr aus, wie wir gerade gesehen haben. Aber ein Militärkonvoi, der hatte nur noch eine einzige Korvette drin. Das ist auch nicht so geil. Ich glaube, im Moment missplanen wir das, die Kampagne gerade so ein bisschen. Wenn es ein bisschen mehr auf Militär ausgelegt ist, sind wir halt nach wie vor mehr im Handelsbereich unterwegs. Auch kurios. Weil gut für unser Geldbeutel, aber bin ich da mal gespannt, ab welchem Punkt uns das dann mal zugutekommt, dass ich halt auf die Piraten gesetzt habe. Ne? Bis jetzt konnten wir den Trumpf noch nicht so hundertprozentig ausspielen, leider Gottes. Wird sich jetzt also demnächst dann mal so ein bisschen die Frage stellen, ob meine Planung bzw. meine Entscheidung, die zu nehmen, vielleicht doch nicht so verkehrt war. Und staunen, die Städte sind auch schon relativ gewachsen. Hm?
Über 2000 Einwohner. Jeder, fast jeder zweite oder dritte Militärkonvoi der Engländer wird jetzt schon von dem Linienschiff angeführt. Interessant. Gut, dass ihr da seid. Mal im Auge behalten, was sich hier so tut. Hm? Sich was ändert. Oh, die haben sogar einen Handelskonvoi mehr bekommen. Ja, wahrscheinlich durch die Stadt, die sie jetzt mehr haben. Moment, interessant. Interessant, interessant. Muss ich mal schauen. So viel vielleicht schon mal vorab gespoilert. Werde ich mal schauen, wie ich das dann als nächstes Projekt mache. Wir werden, wie gesagt, Port Royal 4 natürlich weiterhin begleiten. Die nächsten Monate und ja, wahrscheinlich auch Jahre noch. Wie gesagt, ich habe halt auch immer noch mal so ein bisschen die Hoffnung, dass zeitnah auch mal wieder weitere Erweiterungen irgendwie kommen mit neuem Content. Demzufolge werden wir dann mal gucken. Wir werden natürlich die verbleibenden zwei Kampagnen auch noch spielen, also sprich Holland und Frankreich. Da bin ich im Moment aber noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich das ähnlich wie bei der ersten Kampagne mit Spanien mache und im Wechsel mit euch dann abwechselnd dann immer mal auch mal ein freies Spiel machen, ne? Wo wir dann, keine Ahnung, bis zur Unabhängigkeit dann wieder spielen oder so. Wo wir dann einfach gesagt quasi unsere eigene Zielsetzung dann haben. Wo dann bis zu einem bestimmten Stand spielen und sagen, gut, dann, wir fangen das nächste Projekt dann an. Dann, wie gesagt, anfangs hatte ich es halt immer auch so ein bisschen kombiniert mit Livestreams. Oh, was haben wir denn hier? 40 mal Tabak, das nehmen. Haben wir eh gerade dabei. Wie gesagt, dadurch, dass ich momentan relativ viel involviert auch in andere Projekte noch bin, die ich zuletzt nach Conan Exiles noch nebenbei, ist jetzt seit, glaube ich, Januar oder so schon kein Stream mehr gekommen. Das tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil ich halt eigentlich immer ganz gerne nebenbei auch streame. Aber es lässt man der Zeit im Moment einfach nicht. Da liegt der Fokus halt bewusst auch im Moment ein bisschen mehr auf YouTube. Den Channel hier ein bisschen mehr auszubauen. Hätte ich dann, sobald ich da wieder ein bisschen mehr Vorlauf habe, und das ist in der Regel immer ein bisschen mein Ziel, vielleicht das ein oder andere Projekt schon mal vorzubereiten, um ein bisschen Vorlauf zu haben, dann wird es wahrscheinlich dann auch mal wieder den einen oder anderen Stream geben. So. Aber wie gesagt, das ist dann halt zusätzlich zu den YouTube-Projekten, die sowieso schon laufen. Bisschen Zucker, die. Ich muss auch staunen. Ich klopfe mal auf Holz. Ich habe das bisher ewig nicht mehr gehabt, dass das Spiel sich mal aufgehängt hat. Vom Anfang, also kurz nach Release und auch in der Closed Beta, hatte man immer das Problem, wenn man zu lange diesen Schieberegler hier gedrückt gehalten hat, dann ist das Spiel irgendwann gefreezed. Den Bug scheinen sie tatsächlich aber schon gefixt zu haben. Wie gesagt, das ist mir schon ewig nicht mehr passiert, dass das Spiel auf die Art und Weise mal eingefroren ist. Das ist dann natürlich immer gar nicht verkehrt, ne? Ich bin dann auch mal bemüht, so viel Hilfestellung da wie möglich zu leisten und auch Bugs und sowas zu melden. Gerade wenn es halt auch so eine Herzensangelegenheit ist, wie bei Port Royal jetzt in meinem Fall. Ist man dann ja doch immer schon bemüht, dass man den Entwicklern auf so vielen Wegen wie möglich irgendwie unter die Arme greifen kann, ne? Damit man halt die bestmögliche Spielerfahrung auch wirklich bekommt.
Machen wir mal diese Folge ein klein bisschen Real Talk nebenbei, ne? Als Abwechslung. So, wir sollten hier noch Tabak verkaufen, glaube ich, ne? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet hier. Ja. Damit haben wir auch unsere Reparaturmannschaft fertig. Wunderbar, wunderbar. Dann haben wir alle Taktiken wieder auf Maximum. Einwandfrei. Dann haben wir alle Taktiken wieder auf Maximum. So, Kapitän Placido Gonzales hat schon mehrere unserer Händler geplündert. Nun ist es an der Zeit, dass wir uns rächen. Hierfür wird ein verwegener Freibeuter gesucht. So, liegt bei Tampico vor Anker. Hat auch wieder sonst wo, ne? Tampico war, glaube ich, auch hier irgendwo. Immer die entlegensten Winkel hier irgendwie, ne? Das ist natürlich ein bisschen ungesund. Müsste mal wieder tief ins Feindgebiet fahren. So, Militärstärken mittlerweile noch unverändert. Alter. Die Holländer werden immer mächtiger hier, ne? Während sich alle anderen Nationen gegenseitig die Köpfe einschlagen, erobern die Holländer im Stillen und Heimlichen die ganze Karibik mit ihrer Flotte nachher. Die lachen sich ins Fäustchen, bis sich alle anderen hier quasi gegenseitig die Köpfe eindröschen. Die großen Profiteure des Krieges sozusagen. Halt so ein bisschen der einzige große Vorteil hier an Georgetown zu sein, dadurch, dass die Stadt so weit abseits liegt und auch unsere eigenen automatischen Handelskonvois hier noch relativ selten mal vorbeikommen, werden wir hier relativ viele Waren los, ne? Wenn wir denn hier wirklich mal vorbeigefahren kommen. Lohnt sich dann doch mal. So, Kaffee können wir gleich noch mitnehmen. Fleisch können wir auch ordentlich mitnehmen. Mal abgesehen davon, dass die Stadt am Arsch der Welt liegt, kann man hier eigentlich ganz gute Geschäfte machen. Das Warenangebot ist ordentlich zum Einkaufen. Auch von der Menge her. Und auch die Sachen, die wir hier verkauft kriegen, sind gar nicht mal schlecht. Kann man gar nicht mal meckern. So, damit haben wir bald 1,5 Millionen zusammen, ne? Läuft gar nicht mal schlecht. Und mal wirklich nochmal drüber nachdenken, Port en Prince noch ein bisschen zu erweitern. Können wir wirklich nochmal drüber nachdenken? Ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen verleitet, mal mir vielleicht mal Linienschiff zu kapern von unseren englischen Freunden. Andererseits, dadurch, dass wir die für 50% weniger bauen können, ist natürlich die Frage, ob sich das noch rechnet, ne? Da müssten wir dann, wenn schon, einen Konvoi erwischen, wo mehrere Linienschiffe drin sind. Und dann wäre wieder die Frage, ob wir das mit unserem Konvoi aktuell überhaupt schaffen würden. Fragen über Fragen. Das sind gar nicht mal schlechte Warenbestände überall. Staunen. Können wir gerade gar nicht mal schlecht Sachen verschachern hier. Müssen halt unbedingt mal einen Standort suchen. Ich würde halt mega gerne eigentlich Luxuswaren und Möbel herstellen. Weil wir da halt eigentlich ganz gute Umsätze mitmachen könnten. Aber erstmal massiv viel Baumwolle eingesackt hier.
Tja, jetzt müssen wir mal gucken, ob bei Grenada großartig Militärkonvois von uns rumgammeln. Könnten wir vielleicht nochmal einen spanischen Konvoi in die Falle locken. Ich glaube, nee. Ein einziger Militärkonvoi. Yeah. Ich sag ja, das ist die Südflanke unserer Nation, ne? Und die ist irgendwo komplett unterrepräsentiert, was Militärkonvois angeht. Verteidigung ist immer irgendwie so ein bisschen problematisch, finde ich. Einigen Orten, da häufen sich die Militärschiffe. Stolperst du quasi über hunderte von Schiffen. Und an anderer Stelle, da hast du Glück, wenn da ein so ein Ding, ein so ein Konvoi liegt. Ist dann immer irgendwo ein bisschen fragwürdig. Hat sich doch auch wieder gelohnt hier, die Fahrt. Das hat sich doch auch schon wieder gelohnt. Oh, können wir gleich nochmal mit. Kohle brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich. Hier werden wir nochmal mitnehmen. Ja, das ist jetzt die große Gefahr hier, ne? Hier ist nur ein einziger Konvoi. Wäre höchstens Port of Spain noch. Ich dachte, wir müssen halt einen Rückzugspunkt haben, ne? Falls uns ein Militärkonvoi wirklich verfolgen sollte. Sonst haben wir ein leichtes Problem. Ich glaube, wir segeln mal lieber von oben an, ne? Okay. Scheint hier bei den Spaniern auch so eine Galeone und eine Corvette. Gucken, ob wir die gelockt bekommen. Die locken wir mal zu unseren englischen Friendos. Denn selbst wenn unser englischer Konvoi dabei draufgehen sollte. Hey, bleibst du? Hey, bleibst du hier? Hinterhin? Schön hinterher segeln hier, Frendo. Schön dranbleiben. Also, bisschen das große Problem, dass der halt nur 10 Knoten schafft, ne? Wir segeln dem halt einfach mal davon. Aber 3 Galeonen? Nehmen wir mal stark an, das dürfte unser Militärkonvoi von den Engländern hier verlieren, wenn er auf den treffen sollte. Ja, wobei hier sind 2 Militärkonvois. Ja. Warten wir mal ab, ob der den kaputt kriegt. Ja. Hat er zerstört. Tja. Wenn man jetzt wüsste, was man nicht weiß, ne? Jetzt. Ach, der ist schon wieder irgendwo verschwunden. Schade. Der ist leider schon wieder irgendwo verschwunden. Ja, aber hat sich gelohnt. Ja, ich meine, gut, wir haben einen Militärkonvoi wieder verloren, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Ein englischer Militärkonvoi ist dabei draufgegangen. Gut, dass ihr da seid. Nee. Ein Militärkonvoi hat es zerrissen. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir irgendwie mehr Militärkonvois bei den Franzosen irgendwie schrotten. Mit England nach Möglichkeit mehr Konvois überbehält. Da müssen wir gucken, dass wir bei den Franzosen mehr kaputt kriegen. Weil bei denen ist es egal, wenn die Konvois verlieren. Das ist jetzt nicht unsere eigene Nation. Die können ruhig auch mal ein paar Federn lassen. So, dann segeln wir vorsichtig mal wieder zurück in die Hauptstadt. Vielleicht haben wir Glück und es war gerade ein Schatzkonvoi da.
der mal wieder Ware abgeholt hat. Gucken wir mal. So, meine Freunde, ich würde aber mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, ob wir unsere Waren hier gut loswerden. Ansonsten werden wir den Rest dann mal bei den Holländern und bei den Franzosen verkaufen. Werden dann auf jeden Fall wieder Richtung Frankreich segeln und hier gucken, wie gesagt, ob wir es nochmal schaffen, ein paar Fallen für spanische Militärkonvois zu legen. Ne? Gerne auch für diese Folge wieder fleißig das Däumchen drücken. Fleißig kommentieren, fleißig bewerten und dann sehen wir uns auf jeden Fall sehr bald in der nächsten Folge hier in der englischen Kampagne bei Portugal 4. Bis dahin, bleibt mir immer schön gesund, in meiner Hand bleibt Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.